Willkommen zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. In der letzten Folge haben wir ja Arbeiter für den Vogt besorgt. Der wollte ja Träger haben für Wasser und für andere Exkremente und sowas an. Dann hatten wir ja mit Theresa waren wir ja im Wirtshaus gewesen. Haben wir ein bisschen gefeiert, uns ein bisschen gerauft und ja. Jetzt wollte ich mal gucken, weil mich schon öfters Leute angesprochen haben, dass meine Rüstung nicht so toff aussieht. Die sollte ich vielleicht mal reparieren lassen. Und da gehen wir zum Schneider, Schneider. Ah, hier ist er, genau. So. Gehen wir mal hin. Der sieht am Schneider aus. Da ist er. Schön, dich zu sehen. Ja, reparieren. Willkommen. Alles gut. Und zwar. Genau, das. Das hat nur 97%. Ach komm, dann machen wir alles. Ne? Okay. So, feilschen wir. Halt nicht F. Besprechen wir den Preis. Nun, versuchen wir es. Genau, versuchen wir es. Komm, 7 Taler für das bisschen reparieren hier. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Oh, perfekt. So, jetzt sollte meine Rüstung auch wieder vernünftig aussehen und ich werde hoffentlich nicht von jedem gefragt, was mit dir passiert. Bist du überfällt worden? Ja, schade, dass man hier nicht wie ich an sich gehen kann. So, genau. Hatte ich mir gerade mal angeguckt gehabt. Wir wollten in Gottes Hand machen und da müssen wir noch Wermutgeist besorgen. Und ich denke mal, den bekommen wir hier in der Apotheke. Hoffe ich doch zumindest. Lass uns handeln. Genau, so. Retterschnaps. Kann man hier auch ein Rezept... Oh, hey, hier kostet ja gleich eine Menge Kohle. Ein bisschen haben wir ja. Ringelblumenaufguss. Schnaps. Wermutgeist, genau. Den sollen wir nicht besorgen. Einmal. Dann gehen wir in den Warenkorb. Kosten, das waren hier. Mal gucken, ob wir da ein bisschen was. Lass uns über den Preis sprechen. Ah ja, selbstverständlich. Sieht man auch, dass die Rüstung wieder heil ist. Ah, komm, versuchen wir mal mit 58 Taler. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Na, perfekt. Eine Aufgabe aktualisiert. Halt, Entschuldigung, können wir natürlich noch zumachen hier. Und dann würde ich sagen, reiten wir jetzt mal direkt ins Kloster. Wir haben ja noch die Aufgabe, mit den Ring zu besorgen, aber ich denke mal, das kriegen wir auch noch an einem anderen Tag erledigt. So, jetzt muss ich gucken, wo war das Kloster? War das Sasau? Wo wir das machen mussten? Questgeber? Eigentlich ja, ne? Kloster. In den Ort schnell reisen? Ja, möchte ich. In der Hoffnung, dass ich nicht überfallen werde. Da ich auch mit dem Pferd unterwegs bin. Oh, da muss ich noch einmal durch den Wald, sehe ich gerade. Das ist eine ganz schöne Ecke. Die man da laufen muss. Also es ist mehr oder weniger über die halbe Map. Ja, da muss ich auch mal zu Fuß lang gehen. Damit ich auch diese Sachen aufdecke. Ja, cool. Ist zwar schon spät, aber wir sind angekommen. Ich hoffe noch rechtzeitig. Nehmen auch die Queste
unterlag einer zeitlichen Bestimmung. Ja, hallo, hallo. So, mal gucken, gewinne ich hier den. Hier komme ich nicht rein. Hier komme ich auch nicht rein. Hallo? Ach, da hinten. Ja, einfach schon lange nicht mehr hier gewesen. Hier muss ich rein. Moment. Nur ganz kurz gucken, für wen muss ich den. Ich schaffe Philipp. Jetzt muss ich gucken, ist das ja Philipp? Hier ist es Bruder Elias. Wunderter. Scarlett. Ah ne, Philipp war glaube ich hier vorne drin, ne? Das war Philipp. Ne. Hey. Philipp? Jetzt muss ich doch mal gucken. Da kommt da irgendwen. Ach, Trank verabreichen. Ah, genau. Sehr schön. Warte ab, ob die Behandlung wirkung zeigt. Ne, stehen wollen wir ja nicht. So, hat sich die Quest jetzt aktualisiert. Beschaffe Heilkräuter für Zemek. Okay. Ob wir noch irgendwas tun können. Verwundete. Genau, Johanka war willkommen, das hier. Willkommen, Heinrich. Hans aus Garwitz. Ich dachte, ich hab... Oh, du bist... Hoffentlich sind das die richtigen Kräuter, genau. Hoffentlich sind das die Kräuter. Beinwill war das, glaube ich. Ja, nicht 15 Stück, also. Gucken wir mal. Also. Heilkräuter für Sammy steht. Danke dir! Mit etwas Glück taugen die was. Komm in ein paar Tagen zu mir, falls du Zeit hast. Oh. Gott sei Dank. Okay, sehr schön. Haben wir die Aufgabe auch erledigt? Genau, diese Heilkräuter haben wir in dem einen... Verehrte Johanka, ich komme in Bewunderung für deine Selbstaufopferung. Ich möchte dich gern zu einem erlesenen Bankett in meinen Palast einladen. Du verdienst etwas sehr... Was hast du hier zu suchen, Bursche? Wer hat dich reingelassen? Ich helfe. Siehst du doch. Mach mal die Glubschen. Ich kümmere mich um die Verwundeten, wie du sicher weißt. Na dann troll dich und störe mein Gespräch mit Johanka nicht. Du wirst hier nicht gebraucht. Oh, wir müssen mal gucken. Wo könnte ich ihn denn... okay... Und dann will ich nicht. Ich bin nichts überlegen. Das heißt, ich würde eh nur. Außer im Kampf und da habe ich keinen Bock drauf. Na, ich will nicht stören. Ich will nicht stören, Kustos. So ist's brav. Johanka hat meine Einladung erhalten. Ich freue mich auf unser baldiges Treffen. Da kriege ich zwar bei ihr wahrscheinlich Minuspunkte. Quatsch schon noch mal ihr, ob ihr was zu sagen hat zu. Der Kustos. Sebastian, der Kustos ist wirklich widerlich. Er kann gemein sein, aber auf seine Art eben auch. Ach, ich weiß nicht. Das ist nicht dein Ernst. Was soll das heißen? Er war wenigstens die ganze Zeit hier, im Gegensatz zu dir. Und überhaupt, das geht dich nichts an. Möge Gott mit dir sein. Ja, also, da hallo? Puh, Schnipfe. Teil! Scheiß Wetter. Passt so wie im richtigen Leben hier. Ich würde sagen, ich gehe dann erstmal
Ich sehe gerade hier noch einen Questgeber. Weil ich soll ja ein bisschen warten. Meine müde und erschöpft bin ich nicht. Ich könnte natürlich jetzt nach Hatay zurück. Hatay? Ja, nach Hatay zurück. Und das mit dem Liebesgetue machen. Da sollte ich ja noch für den Bauern was stehen. Obwohl, ich habe hier noch so ein paar unerforschte Orte, die würde ich gerne noch erforschen. Machen wir das oder machen wir... Dann gehen wir zu dem Punkt hin. Lataya Mühle. Ja, machen wir das erstmal. Sind wir da nämlich auch abends? Ah, Sattheit. Das heißt, dann gehe ich erstmal kurz noch in die Mühle, esse was. Und gehe dann klauen. Ja, das sieht von der Zeit her auch sehr gut aus. Okay, warte aber auf die Wirkung. Sagt mir, dass ich nichts mehr tun kann. Na toll. Okay. Machen wir. Aber am nächsten Tag. Moin Müller. Möge Gott mit dir sein, Heinz. Jo. Also was ist denn hier im Bot? Nee, halt nicht. Okay. Nein. Ah, die Äpfel nehme ich mir raus. Dann gehe ich mal kurz ins Inventar und esse mal ein paar Äpfel hier. Kann die Schaden nur dieser Zeit. Naja, 2 pro Apfel, aber ist erstmal besser als nichts. Bevor die mir eh vergammeln. Hi, moin Müller. Namens Müller. Gucken wir uns mal ins diebische Müller. Ja. Ich würde sagen, da warten wir einfach mal. Dann schließen wir die Quest nämlich auch ab. Ich würde gerne mal die ganzen gestohlenen Sachen, die ich mal so geklaut habe, verkaufen, damit ich A dafür Geld kriege und ich möchte das Zeug aus dem Inventar kriegen. Ich finde es so eigenartig hier. Es regnet viel und dann ist es auch so, ja, okay, die Sonne da. Aus. Irgendwo konnte ich doch rein und ich komme ein bisschen die Hühner hier. Gott sei mit dir, Heinrich. Jo. Hier darf ich ja, glaube ich, rein. Darf ich hier hoch? Okay.
Dummdi-dummdi-dumm. Schön bei euch. Ich muss weg. So. Ja, ich weiß, ich habe ein bisschen viel die Schleppe. Das Pferd muss immer auf H liegen. Ich habe so viele Spiele, wo das Pferd einfach auf H lag. Hier liegt es auf X. Das muss ich mal ändern. Wenn sonst irgendwas auf H liegt. Da ich jetzt so viel Elder Scrolls spiele, wo das Pferd auf H liegt. Bei Witcher war auch das Pferd auf H. Und hier liegt es auf... Na, blöder Zosse. Müller, ich hab da was. Wie geht's? Oh, ja, ganz gut. Ich habe deinen Ring. Ich habe deinen Ring. Sehr schön. Die im Badehaus werden durchdrehen, wenn sie das rausfinden. Hier, aber versauf nicht gleich alles. Cool, 150 Groschen, cool. Welche Mütze hast du? Arbeit, erzähl mir von dir, kann ich das rein? Ich würde gerne gestohlene Sachen verkaufen. Sprich beenden. Möge Gott mit dir sein. So, jetzt werde ich erstmal. So, kann man hier auch irgendwas im Inventar? Battle-Tunika? Ja. Die bauen Beinlinge, die brauche ich ja nur einmal, die lege ich da rein. Das muss ich noch lernen. Dietriche, das ist cool, die brauche ich auf jeden Fall. Frauenschlappen. Woher soll die vielleicht alles verkaufen? Groschen, ja, das braucht fast 1000 Taler. Eine Tunika, Knüppel, Ritterschnaps. Ich werde die Karotte, die kann ich. Diesen Silberring. Unbekannter Trunk. Uralte Karten. Den hatte ich ja auch geklaut. Ne, der ist kaputt. Ja, ich werde mich jetzt einmal hinlegen. Und Runde pennen. Oh, 9 Stunden. Damit die Energie. Erst die Sattheit, da muss ich dann gleich mal gucken. Und dann reisen wir wieder nach Sasau und beenden dann da auch die Queste am Kloster. War schon schlimm genug, dass wir das eine Bein da nicht richten konnten. Ich denke mal, deswegen ist es auch so zickig. So. Gespeichert. Oh, habe ich wieder an deinem Bett gelegen. Entschuldigung. In den Topf gehen. Ist da noch irgendwas drin? Nee. Nichts, was wir brauchen. Ich muss aber gucken, ob man vielleicht irgendwie selber kochen kann. Schon. Ups. So, und wieder zurück nach Sasau. Ach ja, ich bin überladen, kann deswegen nicht schnell reisen. Okay. Kleines Rüstungsset. Kann ich damit irgendwas machen? Anwenden. Was nichts zum Kombinieren. Böhlkamille. Das
Rüstungssets. Ja, vielleicht sollte ich die Rüstungssets einfach mal in die Kiste legen. Ah, ich kann auch nicht sprinten, okay. In der Hoffnung, dass die so schwer sind, dass ich... Ups. So. So, brauchen wir beide Dinge. Im Inventar. Kleines Rüstungsset. Das packen wir mal rüber. Und das Rüstungsset. Reicht nicht. Verdammt. Das kann ich noch rüberlegen. Was auch ordentlich wiegt. Könnte man das nicht irgendwie Gewicht? Der Gambason. Die Schaufel. Da brauche ich nur eine von. Packe ich mal rüber. Die will ich jetzt noch nicht weggeben. Ja, jetzt geht es. Dann sollten wir auch einen Händler aufsuchen, den wir ein paar Sachen andrehen können. Vor allem, wir sollten auch sehen, dass wir sie gestohlenen Waren loskriegen. Oh, ich sehe gerade 20 Minuten das, was ich mir vorgenommen habe, sind erreicht. Dann würde ich erstmal sagen, machen wir das in der nächsten Folge, wo wir nach Sasau reisen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch bei dem nächsten Mal wieder ein bei Kingdom Come Deliverance. Ich sage Tschüss!